Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum ersten Part des finalen Kapitels des Eliwood Easy Modes in Fire Emblem If. Ja, lange haben wir uns jetzt darauf hingearbeitet, aber wir sind jetzt endlich da. Ich bin hier alleine, also niemand ist aktuell da, um hier zu gucken, denn Nero hat wieder Schule und der Wefen ist nicht da. Also, haben wir jetzt nicht gefragt. Denn wir haben es auch ziemlich spät, deswegen. Finale. Puh, ich hab mich aufgeregt. Wie gesagt, Save State, sobald ich mit dem ersten Teil fertig bin. Die Parts werden 20 Minuten lang sein. Ich habe mir das jetzt aber gründlich überlegt. Jeder Finale, also alle Parts, die jetzt im Finale kommen, sind 20 Minuten lang. Battle Preparation ist alles gemacht, Aufstellung und alles. Auch wenn wir nicht hier gucken können. Aber sehen wir dann ja erst gleich. Melnus können wir nicht mitnehmen in diesem Kapitel, wird auch keinen Sinn machen, was sollen wir denn noch groß lagern? Oh Mann. Die Musik kenne ich nicht, muss ich sagen. Das sind die Morphs. Nein, das ist Nurgle als Auge. Ja, er hat's aufgemacht. Die Augenklappe abgenommen. Nein, komm. Vor allem, was mich sehr wundert, ist das hier. Dass die einfach ein anderes Porträt hat. Dass die einfach anders aussieht. Aber ich habe mir mal den Game, die ganzen Porträts angeguckt. Das ist auch, glaube ich, beabsichtigt. Zwei Türen gehen auf. Und die Musik, die im Hintergrund spielt, ist die FE10 Ascent-Musik. Gegen den schwarzen Ritter. Der erste Morph, gegen den wir kämpfen müssen, ist Uhai. Auch der erste Boss. Er ist dieser Nomaden-Ritter. Alle sind Level 30. Was ich auch merken muss, alle Einheiten rechts, bis auf die, die hier in den Räumen drin sind, weil hier haben 10 Glück und alle links haben 30 Glück. Wie gesagt, es trifft nicht auf die Leute zu, die hier drin stehen und hier in der Mitte, weiß ich jetzt nicht. Da steht auf jeden Fall noch einer, der ist ziemlich nervig, wenn man nicht aufpasst. Okay. Was mir auch aufgefallen ist, dass ich ihre Waffe nicht repariert habe. Das wollte ich eigentlich, das hätte ich eigentlich machen sollen. Ah, vielleicht finde ich ja eine Runde, wo ich das machen kann. Okay, starten wir. Ich habe eine Taktik, muss ich ehrlich sagen. Das klappt auch meistens immer. Aber leider nicht immer, wenn ich Pech habe. Es kommt halt auf mein RNG-Glück an. Aber ja, so kann ich halt Uhai im ersten Zug ausschalten. Ah ja, Setboost habe ich auch alle vergeben. Alright. So kannst du nicht kritten. Oh ja, der kriegt aber.
Inzwischen ruckelt's wieder. Ich weiß nicht warum, aber man muss mich mal nochmal mit OBS auseinandersetzen. Der Gold hat leider nicht seine 20 Strength überschritten. Aber er ist eigentlich einer der besten nicht eigene Waffen habenden Einheiten geworden. Und ich habe mich entschieden, Kleines bekommt die Eisenrune, damit er nicht gekrittet werden kann. Aber das fehlende Glück macht ihm halt zum dazu, dass er sehr schwer trifft. Sehr viel Glück, dass es alles gut geht, weil es ist nicht Hector Hard Mode. Muss ich mir aber durch den Kopf gehen lassen, weil im Hector Hard Mode klappt es immer und da klappt die Taktik am Anfang immer, aber das ist ja jetzt ein bisschen anders. Vor allem bei dem Bogen, da treten die meisten Ruckler auf. Ach, ich hab ihn so gekillt, lol. Der hab ich auf der Waffe. Gut, dann haben wir den ersten Boss gekillt. Die Boss-Kopfle sind auch sehr wichtig, dass ich diese Morphs noch mitzähle, wenn ich die alle angegriffen habe. Naja. Und so mache ich es immer. So kann nämlich dieser Scharfschütze niemals angreifen. So, ja, habe ich auch wieder repariert. Ich mag die nicht, die jetzt kommen, die Gegner. Das sind so viele, vor allem stört mich der Typ mit dem Giftbogen. Mal sehen. Ob ich jetzt sofort abkacke in der ersten Endphase oder ob die sagen, so okay, ihr bleibt am Leben. Diese linken Typen sind immer so schwer zu kritten. Die einzige Person mit einer wirklich hohen Kritschung ist Carla. Okay. Ich soll mal auf die Kritchancen achten. Wenn sie so sind bei 16, dann ist es die linken Typen mit 30 lag und wenn sie 36 betreffen. Ja, dann sind es wohl die von rechts. Erster Crit. Komm, noch ein zweiter. Kannst du es, Eddie Wood? Ja, genauso wie im Testen. Wie in der Testphase. Ja, auch zweimal diesen Typen weg. Hat auch diesen Typen weggekrittet. Warte kurz. So, kann ich das besser sehen. Ja, und die haben alle S-Waffen. Da gibt es keine S-Waffe. Vor allem alle, die diese speziellen Waffen da tragen. Also die Königsklinge, der Geistespfeil und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass dieser Ritter so arschig ist und dann den Dings dahin lässt, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay. Brave Bow. Ausweichen. Ausweichen. Ausgleichen. Danke. Okay. Komm, Crit. Schade.
Boah, so gegen den Mist. Scheiße. Komm, Ice Dora Crit. Ice Dora, bitte stell dich jetzt nicht so schlecht an. Okay, okay, alles ist gut. Jetzt ist es aber nicht mehr. Jetzt ist es aber gemein. Komm schon. 46, das ist doch. Scheiße. Ja, richtig. Hector. He's throwing his axe. Hector. It's not the Hector cop today. Mann, 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 Mann. Okay. Kein Kommentar. Passiert, ist mir aber noch nie passiert, das ist das erste Mal, aber dieser Run bringt ihn Pech mit sich, habe ich das Gefühl. Dunkle Samat. Komm, Krise. Ich will nicht, dass du Gift perfekt bekommst. Danke. Der Ruckler kommt danach natürlich. Critical Hit. Bin ich ein Fan von? Wirklich? Ich muss vor Kneth aufpassen, ich darf nicht mit Ellie oder Hector reinrennen, weil sonst krittet der. Er hat das so oft getan. Bei Ellie und Hector vor allem. Noch mit seinem Scheiß. Los, was ihm. 25 Critical Hit gibt. Oh, ich kann diese Sachen nicht ausstehen. Ich will auf jeden Fall versuchen, den Support zwischen. Aber den Support zwischen Elliewood und Lane auf A bringen. Okay. Ah, jetzt hat er wahrscheinlich die Rücken, ich wette es. Okay, nein, der nicht, zum Glück. Ja, das kann jetzt eine Missparty. Erster Miss und zweiter Miss. Puh. Thank you.
Nochmal! Shit. Komm. Was macht das? Würde das eigentlich machen? Kill, würde ich mal sagen. Das hätte ja auch, es wäre wahrscheinlich ausgewählt. Ich hätte eigentlich gewettet, dass er ausfällt. Naja. Es ist nicht getan. Und Rev kann den Typen töten. Ich wollte gerade Kritten sagen, ich meinte töten. Aber ein Crit wäre auch nicht schlecht. Jetzt habe ich endlich mal Verwendung für diesen Bogen gefunden. Jetzt kannst du. Sei mal auf, die Musik ganz vorzuspielen, auch diese ganzen Bücher, das ist halt wegen der Magie. Oh, das hat, oh, ich komme schon gar nicht auf Lloyd und Lyon. Lloyd und Lyon, ich meine Linus und Lloyd. Oh. Lloyd und Lyon. Ja, ich bin auch sowas von Lloyd und Lyon. Weil Lyon ja auch voll in FE7 drin ist. Und da haben wir Morph Darin. Mit der FE12 Musik. Emperor Vigar. Heute habe ich es aber. Ich verhasse mich die ganze Zeit. Ich will Darin sagen, sagt Vigard. Ich will Linus sagen, sagt Lyon. Komm, ausrechnen bitte. Nein. Aber auch nie. Nie. Sieht vielleicht nie sind 50er aus. Naja. Okay, das heißt, der Typ kann nur noch Eliwood angreifen oder Eis. Nimm Stella. Komm, oh Mann. Ich will ein Helikopter. Komm, Carla. 6 Hits. Noch einer? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich finde 4 waren ein paar. Komm, ein Stück gehitten, dann noch. Sehen wir auch. Läuft. Entschuldigung. Aber immer wenn sie misst, einmal, dann, dann greift den Gegner sofort an. Wenn er dann misst, ist noch witziger aus, wird dann sofort ausweicht. Ich hatte mich geirrt, die Musik kommt doch mal einmal vor. Ich meinte nicht die letztes Mal, als ich den Kapitel 26x darüber schon. Ich weiß das jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt ist der Typ auch mal weg. Dann kümmern wir uns jetzt. Scheiße! Mann! Ach nee, warte, ich wollte eh so. Treff ich oder treff ich nicht? Ist die andere Frage. Ach komm, ich riskier's. YOLO! Wollte gerade schon sagen, hätte jetzt meine Klappe halten sollen. Den Dukopter. Da
Also. Vor allem der Tukopter. Weil ich ja nicht weiß, wie du heißt. Komische japanische Schriftzeichen. So heißt er. Ja, stimmt. Es kann nichts passieren, sie kann ja nicht sterben. Na ja, komm. Die Musik kam auch nie, das ist Dark Knight, also so heißt die Musik. Und er hat die 25, das ist nicht fair. Komm schon, Kenneth. Lassen ihn mal kurz trauern, denn die Musik haben wir noch nie gehört. Ich den Part eh. Gut. Ja. Ich werde die Phase jetzt nicht zu Ende machen, dann können wir hier gut beim nächsten Mal einsteigen. Ja, das war der erste Part des Finales. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Von Fire Emblem If. Bis dann. Haut raus. Ja. Vielleicht das erstmal machen sollen, bevor ich den Part beende. Naja. Haut raus.